So, da sind wir wieder in Inkopolis, naja, ins Blackville, besser gesagt. Und tja, wenn man ein bisschen auf der Steuerung falsch drückt, dann öffnen sich hier die Nachrichten. Ihr kennt's ja, mein Steuerungspad hat auch schon ein paar bessere Jahre gesehen, bessere Zeiten gesehen. Es wird vielleicht mal Zeit, neue zu kaufen. So, tja, ich möchte mal eine andere Waffe ausprobieren und das heißt ausprobieren, ich habe ja schon ausprobiert, aber ein bisschen mehr mit Spielen und zwar mit dem Schwapper. Es wird jetzt nämlich ein paar Videos geben, wo ich jeweils immer drei Runden mit einer anderen Waffe spiele. Auch mit Waffen, mit denen ich vielleicht offiziell jetzt nicht so gut zurechtkomme. Nein, mit Freunden können wir jetzt nicht spielen. Ja, die Steuerung, ja, ich will Ja drücken und es zippt zu Nein. Das ist immer so. Ja. Einfach zum Spaß, geht nicht um Punkte, es geht nicht um zu gewinnen oder so, sondern einfach zum Spaß, weil es soll ja Spaß machen und ich habe ja auch Waffen gekauft und bei dem guten Arti, den wir nachher vielleicht nochmal besuchen, unfreiwillig oder wie auch immer. Deswegen heißt dieses Video auch planlos ins Blackville, weil ja, ich oft planlos bin. Oh, wieder mit gelben Tentakelhahn. So sehe ich doch am besten aus. Also mein Inkling sieht so am besten aus. Das bin ja ich. Ja, aber das ist ja der Avatar. Ach, ihr wisst schon Bescheid. Gelb ist übrigens auch die Farbe des Imperiors, also des Imperators. Wem das jetzt nicht sagt, der sollte sich mal ganz schnell nach den Splatoon-Mangas umschauen, weil mit den Splatoon-Mangas hat es bei mir nämlich auch angefangen. Die habe ich damals in der Bahnhofsbuchhandlung gesehen und habe gedacht, ey, das sieht ja richtig cool aus und habe dann gesehen, hey, da gibt es ein Spiel dazu, das muss ich haben und dann war schon Splatoon 1 gekauft. Und ja, ich habe mir extra die Wii U gekauft, nur um Splatoon zu spielen, nur deswegen und aus keinem anderen Grund. Später habe ich dann herausgefunden, man kann auch andere Spiele spielen auf der Wii U. Spiele, wo man normalerweise auf der Wii spielt, aber mit einem Adapter, also mit einer extra Steuerung, irgendwie Nunchuk oder wie das Ding heißt, kann man dann auch Wii U Spiele spielen. Habe ich schon gemacht, schaut einfach mal bei den Story Games nach. Da ist aktuell das Spiel zu Lukas, der Ameisenschrecke, The Ant Bully. Das ist wirklich schon ein altes Spiel, so wie auch der Film. Aber ich mag eben diese Art von Spiele und Filme, Animationsfilme. Bin aber noch nicht so weit gekommen, weil ihr wisst ja, irgendwann kommt man an eine Stelle, wo man nicht mehr weiterkommt. Deswegen ziehe ich mich immer noch den Story-Modus zu spielen bei Splatoon. Es wird echt mal Zeit. Aber wie gesagt, es ist nicht so wie hier bei meiner Battle, wo man sagt, ach, wenn man nicht weiterkommt, ach, dann ist es nicht schlimm. Es fängt irgendwie immer wieder von vorne an. Nee, man kommt eben dann nicht weiter. Wenn man nicht weiterkommt, kommt man nicht weiter. Und ich springe jetzt, glaube ich, gleich, natürlich, in den Gleisraum rein. Von Sof, die Freelancerin. Aber ich habe sie noch wegsplatten können. In letzter Sekunde. Dafür ist nämlich der Eimer der Schwapper richtig gut. Ich habe mir den ja auch als auf Etsy als 3D-Druck Original-Merch machen lassen. Also jetzt nicht den, sondern 3R-Schwapper, den grünen. Für mein Inkling Splatoon Cosplay. Aber ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, mich da wirklich in der Öffentlichkeit mit zu zeigen. Habe ja auch einen Tintentank. Wie gesagt, ich mache mal ein separates Video dazu, wo ich das mal zeige. Wenn ich es nicht schon gemacht habe. Ich meine, ich habe es irgendwann mal vor Jahren mal gemacht. Ah, ich mache da mal wieder ein Video drüber. Das interessiert euch doch bestimmt, ne? Und, ja. Jetzt kommt die letzten Sekunden. Ach, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Aber ich glaube, es ist ein Win. So, okay. Na? Oh, das war knapp. Das ist knapp, aber yes! Yes, natürlich. Also es war sehr eindeutig. Bom. Sehr eindeutig. 1:0 für den Eimer.
von dem ja viele so begeistert sind aus meinem Umfeld und sagen, das ist doch nur ein Eimer. Du musst dir eine Pistole zulegen. Das ist cooler. Es muss doch, eine Waffe muss doch nach Waffe aussehen. Ach, was. Ich mach so, wie ich will. Ja, so, und ich gehe jetzt erstmal hoch und guck, ob ich mir einen Kaffee holen kann hier. So, ich hätte gern hier einen Cappuccino. Hallo? Ja, der gönnt sich hier selbst und die Kundschaft. Tja, toll. Aber weiter geht's. Zweite Runde. Splatoon 3. Und Money, oder ist das Monty? Monty spielt auch mit. Monty der Millionenerbe. ein toller Film. So, jetzt die Lieblingsfarbe Blau. Ach, cool, cool. Ja, oh. Es ist mir egal, ob ich gewinne oder verliere. Hier ein paar. Hier freuen wir uns mal. Man muss sich einfach mal freuen. Man muss, wenn es keinen Spaß macht, dann ist es nichts wert. So, ich habe natürlich keine Tinte mehr und springe voll in die Coolkugel rein. Wer den Film Könige der Wellen kennt, ich habe mir gestern angeguckt, wo der Surfprofi wirklich Cody Maverick sagt, wenn es nicht Spaß macht, natürlich muss es Spaß machen. Und Cody dann eiskalt sagt, ich muss den Wettkampf gewinnen, der ist in 3 Tagen, ich habe keine Zeit für Spaß. Ja, doch, es muss so sein. Weil wir wollen hier mit Splatoon jetzt nicht abdriften, so wie andere Sportarten, also ich will jetzt nicht Fußball sagen, gell, ich will niemanden auf den Schlips treten, wo es nur noch um Kohle geht und nur noch ums Gewinnen geht und nur noch, und wo es einfach gar nicht mehr um den Spaß geht. Es soll doch Spaß machen. Und wenn man gewinnt, dann ist es schön. Und wenn man nicht gewinnt, meine Güte. Ach, schau mal, wie schön es hier ist. So kriege ich den Flexroller. Auf den gehen wir sogar zu zweit zu. Ja, geschafft. Doppelkill, Sof und Nick. Weg vom Fenster. Für ein paar Sekunden jedenfalls. Und ist da... Oh! Ivy hat sich versteckt hier. Ja. Killmäßig läuft es mit dem Einer wirklich besser. Oh, was war denn das? War Waffe, wo mich jetzt da weggeballert hat. Ein Junior Klexer auch noch. Ach, Nickel. Ach, nee. Ein Junior Klexer. Ach, jo, warum nicht? So, oh, Ivy, dieses Ding. Wie heißt es nochmal im Fach? Ich weiß schon gar nicht mehr, was der Fachbegriff ist für diese. Ja, für diese Abkürzung, für diese Seilbahn. Was ist denn das eigentlich? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, oh, Kip spielt Splatoon seit Splatoon 1 und er weiß immer noch nicht, wie das heißt. Er weiß auch nie, wie alle Waffen heißen. Ach komm, ist das so wichtig? Wenn ihr Vorträge haben wollt, wie so die Waffen, Waffen aussehen, ja, wie die heißen und was die alles können und hin und her, dann mache ich mich natürlich vorher schlau. Ich mache hier mal eine schöne Präsentation, vorher meine Hausaufgaben machen. Nee. Es ist zwar so, Splatoon ist eine Wissenschaft, aber wie hat Bud Spencer schon gesagt, Essen ist nicht nur gesund, sondern auch eine Wissenschaft. Und vor allem, es muss schmecken und muss Spaß machen. Genauso ist es mit Splatoon. Weil wenn es keinen Spaß macht, dann ist es nichts wert. Genauso wie Essen, wenn es nicht schmeckt, dann ist es auch nichts wert. Also es ist jedenfalls meine Meinung. Ja. Lasst euch da bloß nichts einreden, dass gesundes Essen immer nicht schmecken muss. Also das ist Quatsch. Wer das sagt, der hat noch nie richtig tolles, frisches Obst und Gemüse gegessen. So, ich glaube, das ist... Ja, hier hat jetzt der Orangensaft gewonnen. Na, meine Animation ist eingefroren. So. Oh, Soph hat auch eine coole Pose. Ich will ja diese Pose haben. Es ist eigentlich die typische Kipp-Pose. Aber meine Pose momentan gefällt mir auch. Also ist alles gut. So, das ist 1:1. Jetzt kommt die dritte und letzte Runde. Unser Outfit hat schon ein paar neue Effekte irgendwie gekriegt oder so. So. Ja, einfärbetechnisch sind wir ganz unten, aber das ist ja egal. Das macht nichts. Ja, während ihr jetzt hier noch so ein bisschen rumlaufen, eine kleine Ankündigung. Ich habe mich entschieden, auf einem separaten Kanal. Ich denke mal, ich mache es auf Slime Planet, weil da noch nichts richtig drauf ist. Werde ich
separat für Horror und so Fantasy und so Mystery Games. Oh, die zu mir Pose dieser Game Mode ist auch cool. Aufmachen. Da seht ihr mal dann entweder mich in der typischen Kip Avatar oder mit einem neuen Avatar. Vielleicht ist auch mal Flaffo würde mich natürlich auch interessieren, reizen, den mal wieder rauszuholen. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Flaffo ist natürlich lustig. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mich, Flaffo oder einen ganz neuen Avatar oder alle drei sehen wollt und vielleicht abwechseln. Mal gucken. Jedenfalls, mich würde es mal reizen, so ja in Richtung Horror und Fantasy mal wieder was zu spielen. Aber dann sollte auch, möchte ich das irgendwie, obwohl ich, ich weiß es noch nicht. Ob ich Fantasy, also weil zum Beispiel Ori würde mich mal reizen, wieder zu spielen. Aber das würde ich gerne als ich selbst spielen. Also, mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch auf dem Kanal und mache wirklich nur für Horror einen extra Kanal auf. Mal gucken. Ich habe da nämlich jedenfalls einen ganz tollen Faceric-Avatar gefunden, der halt mir am ähnlichsten aussieht und der sich für so Horror-Content eignen würde. Aber natürlich wäre es auch nicht schlecht, wäre es auch ganz lustig, den guten roten Panda, also den Flaffo, zu sehen, wie er sich so richtig in den Pelz macht. Das würde natürlich auch, wäre natürlich auch lustig. Ja, mal gucken. Vielleicht, das wäre so zu Horrorsachen, vielleicht so zu Halloween, so als Halloween-Zeit-Special. Stimmt, das könnte ich machen. In der Halloween-Zeit, in der Herbst-Halloween-Zeit, als so ein Halloween-Countdown, dann da solche ein paar gruselige Sachen dann auf diesem Extra-Kanal, das wär's. Es ist ja so, ich habe ja ein paar Kanäle, weil ich einfach verschiedene Themen habe, wo ich sage, die hätte ich dann schon gerne ein bisschen getrennt, dass es kleiner ist. Und ich habe ja einen Kanal, der komplett nur sich mit Trolls beschäftigt, also King Trollocs Club. Und ich will jetzt nicht sagen, mir sind die Ideen ausgegangen, aber ich kann da auch nicht mehr so extrem viele Videos machen. Deswegen ist das sozusagen mein Weihnachtskanal geworden. Also ich mache da dann Videos, wo ich Adventskalender aufmache. Und das passt dann recht gut zum King Trollocs Club. Oder wenn es etwas ganz Neues über Trolls gibt, wie zum Beispiel den nächsten Kinofilm von Trolls, der im im Oktober oder November rauskommt, glaube ich. Ja. Und ansonsten passiert da nicht wirklich was. Und so könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass Slime Planet dann ein Halloween-Kanal wird. Weil ich bin jetzt kein Horror-Streamer, aber so ab und zu gibt es Spiele, wo sie vielleicht eignen. Und Ori vielleicht dann doch hier auf diesem Hauptkanal. So. Das war Runde 3. So, diesmal. Oh, die Farben haben hier gewechselt. Vorhin waren wir blau, jetzt ist der Gegner blau. Und jetzt hat wieder dieselbe Farbe eigentlich gewonnen. Ja. So muss es sein. Eng. So, ein Foto für Twitter. Und manche Fotos, wo ich auf Twitter twittere, werden auch dann Thumbnails. So. Klick, klick, klick. Dann gehen wir mal raus. Jetzt werde ich noch ein bisschen... ab jetzt kommt planlos in Splatville. Gespielt habe ich. Jetzt kommt ein bisschen planlos in Splatville. Das Schwierigste, wenn die Steuerung irgendwie schon ziemlich abgenutzt ist, nicht mehr richtig geht, ist, dass der Inkling stehen bleibt. Der bewegt sich dann manchmal ganz von selbst. Ich habe es auch schon erlebt. Ich habe die Steuerung, ich habe das Steuerpad komplett hingelegt. Es ist gar nicht mehr berührt und nichts. Und er ist einfach nur im Kreis gelaufen. Das ist wirklich... So, dieser Zebrastreifen eignet sich gut für ein Foto. Wenn man da jetzt zu viert wäre, könnte ich hier irgendwie dieses Foto nachstellen von den Beatles. Daran muss ich jedenfalls immer denken, wenn ich das sehe. So, ich habe das passt auch sehr gut. Die Haarfarbe passt
hier sehr gut. Es sieht wirklich richtig cool aus. Ja, hier, die Steuerung haut ab. Ja, jetzt muss ich eben so mich hin zoomen. Ihr könnt ja auch mal, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, wenn ich etwas Bestimmtes zeigen soll. Also ich habe ja schon gezeigt, wie die Fotos gemacht werden. Ich meine auch, wie man Accessoires bestellt und abholt. Also wenn ihr irgendeinen Wunsch habt, wenn ihr sagt, oh, das würde ich mal gerne sehen, wie macht man das und das, gerne in die Kommentare schreiben. Was mir auffällt ist in Splatville, hier sind viele Geschäfte und die sind aber alle zu. Da steht sogar der Müll vor dem Laden. Natürlich, ich weiß, man kann nicht in jeden Laden reingehen, sonst würde hier ja der Speicherplatz und hier alles explodieren. Man kann nur in die Läden reingehen, die man in-game braucht. Aber es sieht hier alles so ein bisschen verlassen aus. Hat das irgendwie eine Bewandtnis? Ja gut, den Story. Oh, da kann man reingehen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was für ein Laden? Ah, der Hutladen. Nee, nicht der Hutladen. Der hat so diese Sachen von dem Katalog. Ja, die Katalogstufe hat es erhöht. Sehr gut. Das heißt, ich kann mir jetzt jede Menge neue Sachen zulegen. Neue Banner. Neue Splash-Tags. Was war da gestanden? Südpolar, mehr Hipster. Und halt hier diese Kartenpäckchen, wo ich noch nie irgendwas mit angefangen habe. Keine Ahnung. Was ich damit machen soll. Ja, dann viel Spaß beim Klecksen. Hatte doch alles. Ja, jetzt habe ich ihn schnell weggedrückt. Das sind so die Sachen, die man dann in den Spind oder auf den Spind draufkleben kann oder reinlegen kann. Ihr seht die Steuerung, die oh, toll. Super. Verklickt und schon sind wir bei Arty. Und Arty ist ein Minion. Oder? Was meint ihr? Der sieht aus wie ein Minion. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, dass man hier Keeps Blatt sehen kann. Das Problem ist, wenn der mal redet, dann hört er nicht mehr auf. Ah, das ist das, was ich... Oh, ich stelle mich wieder darüber. Komm, sei es drum. Das ist das, was ich letztens angekündigt habe, wo ich kritisieren wollte. Kann ich jetzt hier schnell machen. Er erklärt eben, wenn neue Waffen dazukommen, erklärt Arty wirklich jede Waffe. Alles. Und man kann es nicht skippen, man kann es schneller vorspulen, aber man kann es eben nicht komplett skippen. Und das ist so etwas, was ich schade finde. Ich kaufe mir gerade mal ein paar Accessoires für meinen Spind, wenn ich schon mal hier bin. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde, weil das kann schon ziemlich nerven. Also klar, es gibt immer wieder Leute, wo zum ersten Mal Splatoon spielen und das noch nicht so kennen und das sich vielleicht wirklich alles durchlesen. Aber für eingefleischte Profis, wo eben die Waffen schon kennen, so kann es schon nervig sein. So, dann gucken wir mal, was in anderen Geschäften los ist. Ah, Schuhgeschäft bei Palmino. Palmino, der verkauft Schuhe. Also sieht so der typische Schuhverkäufer aus, würde ich sagen. Mal gucken, ob was Interessantes dabei ist. Ich hätte ja gern wieder Gummistiefel. Und die kriegt man eben hier auch nicht zu kaufen. Also jedenfalls keine richtigen Gummistiefel. Da müsste ich tatsächlich mal Salmon Run wieder spielen. Weil da kriegt man die. Und oder man bestellt sie bei jemand anders. Auch bei den Klamotten. Ist jetzt nicht, glaube nicht wirklich was dabei, wo ich jetzt aktuell gerne hätte. Klar, das sind dann die Skills noch irgendwie dabei, aber das Auge spielt ja mit. Und ich hätte es schon gern auch Sachen, wo mir dann auch optisch gefallen. Und momentan gefalle ich mir schon ziemlich gut. Was soll ich noch sagen? Ah ja, Gummistiefel. Entweder man kann sie bei jemand anders bestellen. Oder ich habe ja noch diese Ninja-Stiefel. Die kommen dem am nächsten. Das ist dann, wenn ich dann mein Outfit wieder komplett wechsle. Bis jetzt werde ich es ja so lassen. Ach, was man übrigens nicht machen kann, ist, dass man bei anderen Spielern, bei anderen hier Inkling und Octoling, was da so rumsteht, kann man keine Sachen bestellen, die man in der Berg GmbH bei Salmon Run
normalerweise bekommt. Das war bei... Oh, ein Red Bull-Laden. Erinnert mich ein bisschen an Red Bull, die Farben, das Logo. Das habe ich ja bei Splatoon 2 gedacht, wo die Fußkettchen rauskamen. Und habe gedacht, ach, dann bestelle ich mir das einfach bei jemandem. Dann darf ich auch barfuß rumlaufen. Geht nicht. Man muss es in-game sich verdienen. Was ich persönlich auch richtig finde. Weil sonst wäre es ja langweilig, ne? Also man muss sich schon ein bisschen anstrengen. Das heißt, es kommen dann wahrscheinlich wieder Salmon Run Videos. Das wird sehr lustig. Das Problem ist bei Salmon Run, man muss eben gewinnen. Man muss gewinnen. Sonst kriegt man keine Punkte, sonst kann man nicht aufsteigen und kann dann die Preise nicht abholen. Und wenn man verliert, steigt man eben wieder ab. Das ist eben das Problem. So, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Keep Supernova over and out.